نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. Geschwister Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ermahnt im Koran in vielen Stellen dazu, dass man standhaft sein muss. An sehr vielen Stellen im Koran. Und eine Stelle, die die meisten Muslime kennen, ist der Vers in Surah Al-Asr. Allah sagt, wa al-Asr, beim Nachmittag. Inna l-insana la fi khusr. Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Das heißt, der Mensch allgemein, die Gattung Mensch, der Mensch, alle Menschen sind im Verlust. Außer die, und jetzt kommen vier Eigenschaften, illa ladina amanu, außer diejenigen, die glauben, ja, der Glaube an Allah und an die Engel und an die Bücher und an die Propheten und an den jüngsten Tag und an die Vorherbestimmung mit seinem Guten und Schlechten, ja, beziehungsweise dem Bitteren, dem Erfreulichen, ja, weil prinzipiell ist die ganze Vorherbestimmung gut, nur aus der Perspektive der Person, der es passiert, ist es eventuell, erscheint es vielleicht negativ, aber alles Schlechte, was erschaffen wurde, hat Allah erschaffen aus einer Weisheit. Zum Beispiel der Satan ist schlecht, Iblis ist schlecht, aber dass er erschaffen wurde, die Bestimmung, dass Allah ihn beschaffen wurde, das ist gut, weil dadurch viele gute Sachen resultieren. Gäbe es den Satan nicht, gäbe es keinen, der gegen den Satan kämpft, der gegen den Satan aufruft. Zweitens, wa'amilu salihat, und Gutes tun. Das heißt, die nach diesem Wissen handeln, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Und hier ist wichtig, dass man die gottesdienstliche Tat, dass man die Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala macht und dass man sie nach dem Manhaj des Propheten alayhi salatu, nach dem Weg des Propheten. Denn der Prophet alayhi salatu wasalam sagt, man amila amalan laysa li amruna fahuwa rad, wer eine Tat macht, die wir nicht befohlen haben, von der es für uns keinen Befehl gibt, das heißt ein Befehl des Befehls, des Wujubs, der Verpflichtung, oder ein Befehl des Erwünschtseins, das ist die Ihbab, ja? Diese Tat wird nicht akzeptiert werden. Das sind die Erneuerungen in der Religion. Dann sagt er, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ, das sind die, die sich gegenseitig das Recht, die Wahrheit ans Herz binden. Zur Wahrheit ermahnen. Das ist die Dawa. Das ist die Dawa zu dem Iman und die Dawa zu den guten Taten. Und dann als letztes, وَتَوَاسَوْ بِالْسَبَرْ, und die sich gegenseitig zur Ermahnung, zur Geduld anhalten. Diese vier Sachen. Allah sagt, alle Menschen sind im Verlust, außer die, die diese vier Dinge haben. Und ich möchte heute vor allen Dingen über den vierten Punkt reden. Das ist so eine wichtige Sura, die in der mekkanischen Zeit schon offenbart wurde. Und wenn man einen Muslim fragt, was ist der Glaube, was sind die guten Taten, was ist die Dawa, er weiß meistens Bescheid. Oder zumindest ganz rudimentär, ganz oberflächlich, hat er ein bisschen Ahnung davon, wie er das bekommt. Wenn du ihn fragst, wie kriegst du Wissen, wie kriegst du Iman, wie weißt du von Allah, sagt er, Allah ist, dann nennt er beispielsweise Surat al-Ikhlas, Kul hu Allahu Ahad, Allahu Samad. Aber gerade bei dieser Frage, bei Sabr, habe Geduld, habe Standhaftigkeit. Ja, und das ist so wichtig, dass der vierte Punkt, der hier erwähnt wird, da wissen viele nicht, wie sie dahin kommen. Und das ist der Grund, warum viele Muslime einbrechen. Der Sabr wird insgesamt in drei Kategorien unterteilt. Ich möchte die ersten zwei Kategorien weglassen und ich möchte vor allen Dingen über die dritte Kategorie reden. Die dritte Kategorie vom Sabr ist, dass man standhaft bleibt, wenn einem Dinge passieren, die dem Menschen unerwünscht sind, die er von Natur aus nicht mag. Proben, Härten, Probleme auf dem Weg der Dawa, auf dem Weg des Islams. Ich möchte heute nur kurz über diesen Punkt reden, weil das ist das Problem, was viele haben. Viele haben dieses Problem, sobald der erste Wind zukommt, kippen sie um. Und deswegen rede ich mit euch darüber, Brüder, weil ich sage euch, wenn ihr auf dem wahren Weg seid, werdet ihr das erleben. Ihr werdet das erleben, dass ihr bekämpft werdet. Was ist mein Beweis dafür? Allah sagt im Koran, in Sura 2, Vers 214 müsste das sein, wenn ich mich recht erinnere. Am hasibtum,
أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Denkt ihr, ihr tretet in den Paradiesgarten ein und euch wird nicht das treffen, was die vor euch getroffen hat? Was hat die vor euch getroffen? Die hat getroffen, die hat berührt Not und Leid. Und die sind erschüttert worden. Bis der Gesandte und die, die mit ihm sind, sagen, wann kommt die Hilfe Allahs? Alle inna nasr Allahi karim. Die Sieg Allah ist ja nah. Aber das heißt hier, sagt Allah, er wird die Menschen auf die Probe stellen. Und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dann bricht man ein. In Sure 33, Vers 22, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und hört euch diesen Vers an. Dieser Vers in Sure Al-Ahzab ist herabgesandt worden in Verbindung mit der Schlacht von Ahzab. Wann war die? Im 5. Jahr nach Hijra, das heißt auch Schlacht von Khandaq, von die Grabenschlacht. 10.000 Muschrikun kamen Richtung Mekka, Richtung Medina. Der Prophet hat ungefähr 3.000 Soldaten. 10.000, eine absolute Übermacht. Mehr als dreimal so viel kommen. So. Und die kommen, um ihn auszurotten. Nicht um mit ihm zu diskutieren, nicht um mit ihm Karten zu spielen. Sie kommen mit der Absicht, den Propheten und die Sahaba auszurotten. Auszurotten. Stellt euch das vor, ihr wärt dabei gewesen. Stellt euch das vor, ich möchte, dass ihr das spürt. Ich möchte, dass ihr das spürt. Ich möchte nicht, dass ihr nur die Geschichte hört. Stellt euch vor, ihr seid an dieser Stelle. Stellt euch vor, ihr sitzt jetzt hier und ihr wisst, da kommen Leute, die sind dreimal so viele wie wir. Ja? Die dreimal so viele wie wir, die sind brutal, die sind gefährlich, die sind bewaffnet und die wollen uns hier, wo wir jetzt gerade hier drin sind, die wollen uns abschlachten. Stell dir vor, die stehen hier vor der Tür. Die sind am Schreien. Du hörst sie, du kennst sie, du weißt, sie sind brutal. Du weißt, wie das aussieht, wenn die einen abschlachten. Stell dir vor, so, was geht in deinem Kopf vor, was geht in deinem Herz vor? Ich sag dir jetzt, was bei den Sahabern im Herz vorkommt, passiert ist. Und das ist das Schöne, wenn man die Sira aus dem Koran liest. Weil der Vorteil ist von der Sira im Koran, dass das das Authentischste ist und dass Allah auch darüber redet, was die Leute im Herzen haben. Weil du kannst in der Sira, in Sira-Büchern kannst erzählen, was passiert ist, aber Allah kann dir sagen, was die Leute gespürt haben. Wisst ihr, was die Sahaba gespürt haben? Hört euch das an. فَلَمَّ رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Als die Gläubigen diese Truppen gesehen haben, 10.000, haben sie gesagt, die haben die gesehen. Was haben die gesagt? Das ist, was Allah und der Gesandte versprochen haben. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Und Allah und der Gesandte haben die Wahrheit gesprochen. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا. Und das hat ihnen nur in Iman dazugegeben und in Tasrim dazugegeben, in Ergebung dazugegeben. Das heißt, das hat ihn noch stärker gemacht. Das heißt, wenn du Bedrückung siehst, wenn du siehst, dass du bekämpft wirst, muss das dich noch stärker machen. Das muss dich noch stärker machen im Iman, das muss dich noch stärker machen in der Ergebung. Aber wie kannst du das schaffen? Das ist die Frage. Wie kannst du es schaffen? Das wird in diesem Vers, in Sure 33, Vers 22 beantwortet. Wie? Hört euch zu, hört zu, was sie sagen. Das ist, was Allah und der Gesandte versprochen haben. Und Allah und der Gesandte haben die Wahrheit gesprochen. Das heißt, sie wussten schon, sie waren schon darauf vorbereitet, dass das passieren wird, wenn sie auf dem wahren Weg sind. Deswegen ist es wichtig, dass ein Daya die Muslime darauf vorbereitet, wenn sie auf dem Weg der Dawa sind, dass sie bekämpft werden. Denn wenn dich ein Schlag trifft, mit dem du nicht rechnest, dann brichst du ein. Wenn du einen Führerschein machst,
Vielleicht einige von euch haben einen Führerschein schon gemacht, andere sind vielleicht dabei. Dann bringt dir der Fahrlehrer bei, was alles passieren kann. Vorsicht hier in dieser Straße, das ist eine enge Straße, da fährst du besser Schrittgeschwindigkeit, weil wenn ein Kind vor dem Auto vorlaufen würde, kannst du nicht mehr bremsen. Das heißt, du bist vorbereitet. Wenn du nicht vorbereitet bist, brichst du ein. Genauso ist es bei einem Boxkampf, du bereitest dich darauf vor. Der Mensch bereitet sich immer auf solche Situationen vor und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Jugend richtig erziehen. Dass wir ihnen nicht beibringen, wie einige Verrückte, ja, hättet ihr die Dame richtig gemacht, da wird ihr in Ruhe gelassen worden. Weil das führt dazu, dass die Leute einbrechen und Brüder, wir haben es in den letzten 10 Jahren gesehen. Ach, da kommt einmal eine Razzia, da kommt einmal irgendeine Probe, der wird einmal von der Polizei eingeladen, eingebrochen. Von dem siehst du nichts mehr. Aber hier steht, standhaft bleiben. Und deswegen, Brüder, ihr müsst damit rechnen. Allah sagt es im Koran. In Sure 29, Vers 2 und 3 haben die Menschen gedacht, sie werden in Ruhe gelassen. Nur weil sie sagen, wir glauben und sie werden schon auf die Probe gestellt. Und wir haben schon die vorher auf die Probe gestellt. Warum? Jetzt kommen wir zum Sinn der ganzen Sache. Damit Allah diejenigen kenntlich macht, die wahrhaftig sind. Und damit Allah die Lügner kenntlich macht. Das heißt, um zu zeigen, wer die Wahrhaftigen sind, die nicht nur sagen, ich glaube, und in ihrem Herzen ist Nifaq, sondern die das aus Wahrhaftigkeit sagen. Weil es Leute gibt, die sagen, sie glauben, aber das ist eine Lüge. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.